Glauben Sie, dass der Mensch eine Seele besitzt? Ja, durchaus. Durchaus. Was denken Sie, könnte nach dem Tod mit der menschlichen Seele passieren? Oder wie können Sie sich vorstellen, wie es nach dem menschlichen Tod weitergehen könnte? Schwieriges Thema. Spielt immer Religion mit rein in die Überlegung, zum Teil auch Philosophie. Also ich persönlich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Seele aufsteigt in den Himmel, wenn man das jetzt mal als weitesten Sinn nimmt. Mag es das Universum sein, was auch immer. Wie es dann weitergeht, habe ich bisher nie darüber nachgedacht. Also die Vorstellung hat natürlich was, wenn man sich sagt, ich bin dann da oben und schaue auf meine Angehörigen. Wobei ich dort selbst das durchaus auch schon meinem Sohn erzählt habe. Weil, ja, wie gesagt, bei gewissen Sterbefällen, die in der Familie passieren, ja auch die Kinder damit konfrontiert werden. Und ich der Meinung bin, man sollte so früh wie möglich mit denen darüber reden. Die kriegen durchaus mehr mit, als wir ihnen zugestehen. Und ich halte es für grundfalsch, dort von vornherein zu sagen, du kommst da nie mit und ist nie mehr da, das ist alles Mist. Weil die Fragen kommen auf jeden Fall. Wenn der Opa bis dahin gelebt hat und plötzlich ist er nie mehr da, wie soll man das dem Kind erklären? Also ich finde es auch, oder könnte mir vorstellen, dass es für Eltern ein Trost ist, die ein Kind früh verlieren, egal wie alt das ist, dass die diesen Glauben haben können, da oben ist was, ein kleiner Stern, wie auch immer, um das näher zu bezeichnen. Also dadurch kann ich durchaus mitgehen. Aber jetzt darüber nachzudenken, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, wo ich mich dann irgendwie physisch manifestiere oder ob ich dafür bestraft werde, was ich im Leben gemacht habe, also darüber will ich nie urteilen. Denken Sie, das ist ja keine, in dem Leben muss man sich jetzt darüber keinen Naja, Kopf machen. ich finde also die Einstellung falsch, sich jetzt ein Leben lang sozusagen dafür zu rechtfertigen, was man tut, um dann im nächsten Leben besser dazustehen. Das ist also für mich eine irrige Annahme. Wir leben alle so, wie wir denken, wir sollten es tun. Es gibt den einen oder anderen, der dort missionieren will und seine Sicht der Dinge verbreiten will, um dort eine Anhängerschaft zu gewinnen, aus welchem Grund auch immer. Halte ich für grundfalsch, individual, ja, bis zum gewissen Punkt natürlich auch reglementiert, keine Frage, sonst würde es nie funktionieren. Aber dass ich mich jetzt bewusst damit auseinandersetze, wie es mir gänge, was nachher ist, nee, also das halte ich nicht für zielführend. Also da verschenkt man wahrscheinlich viel zu viel Kraft, das, was man für das Leben braucht, was jetzt ansteht. Denn also wenn ich was gelernt habe in dem Beruf, dass es halt jeden Tag was Neues ist. Und ich mich nie darauf vorbereiten kann, was mich erwartet. Also von daher muss ich eigentlich schon meine Sachen beisammen halten, um da klar zu kommen und dann eben die Leute auch dementsprechend beraten zu können oder auf die eingehen zu können. Anders kann ich es nie erklären.